herzlich willkommen zur nächsten Items-Session zum Thema LoRaWeeks. Heute mit dem Thema Transparenz im Wassernetz, ein Erfahrungsbericht von IoT-Sensorik, Visualisierungslösung und KI-Algorithmen von Brunnenpegelständen. Nachdem letzte Woche unser letztes Webinar leider ausfallen musste, krankheitsbedingt durch den Referenten, sind wir heute wie gewohnt wieder dienstags von 15 bis 16 Uhr da für eine neue Folge der LoRaWeeks. Heute die Referenten sind der Christian Wessel von der Items GmbH und der Michael Hermes, die sich beide sehr, sehr intensiv mit dem Thema Transparenz im Wassernetz beschäftigt haben. Zu meiner Person, ich moderiere heute den Workshop, Marcel Lindemann, ebenfalls von der Items, zuständig für den Bereich Geschäftsfeldentwicklung IoT. Und ich glaube, der ein oder andere Teilnehmer, so wie ich das in der Liste gesehen habe, war schon mal bei unseren LoRaWeeks dabei, bei einem der Webinare. Der Ablauf eigentlich wie gewohnt. Geht das Thema heute 60 Minuten behandelt werden. Wir haben ausreichend Zeit für Fragen eingeplant. Wir werden gleich so starten, dass die Kollegen Christian Wessel und Michael Hermes sich noch einmal vorstellen können. Ein, zwei organisatorische Dinge noch von meiner Seite. Die Folien werden im Nachgang zum Webinar nochmal verschickt werden. Fragen können gerne während der Präsentation gestellt werden. Wir haben dafür im Fragenbereich die Möglichkeit, eine Nachricht zu verschicken. Die würde ich dann aufnehmen und den Kollegen stellen. Wir haben das so vor, dass wir die Fragen auch während der Präsentation stellen dürfen. Da haben wir das Einverständnis der Referenten. Das heißt, wenn Fragen spontan entstehen, gerne reinfragen. Ich werde das an der passenden Stelle dann reinwerfen an Christian und Michael, dass wir natürlich auch gerne beantworten. Ansonsten haben wir natürlich auch einen Fragenslot am Ende der Session. Und das soll es eigentlich erstmal von meiner Seite soweit gewesen sein, dass ich direkt an euch übergeben würde, Christian und Michael, dass wir direkt in das Thema einsteigen können. Viel Spaß dabei. Danke, Marcel. Da wollen wir auch nicht viel Zeit verlieren. Erstmal ein herzliches Hallo von meiner Seite, Christian Wessel. Ich werde den ersten Part und den letzten Part einmal übernehmen. Und der Michael Hermes wird gleich vor allen Dingen auf die Sensorik eingehen, was wir im Feld schon getestet haben, was es für Anbieter gibt und so weiter, wird heute auch unser Schwerpunkt sein. Genau. Wenn Fragen sind, wie Marcel schon gesagt hat, gerne sofort stellen. Ich hole jetzt mal irgendwie die Präsentation dazu. So, müsste die sichtbar sein? Ja, jetzt sehe ich sie, ne? Genau. So, jetzt müssten alle die Präsentation sehen. Genau. So, genau. Ja, wie Sie alle wissen, die Komplexität nimmt immer weiter zu. Es kommen, wenn man sich die verschiedensten Fachzeitschriften durchliest, es kommen immer wieder neue Veränderungen, sei es durch den Klimawandel momentan sehr stark zu merken, besonders in den letzten zwei Jahren. Der demografische Wandel ist, glaube ich, immer so ein Grundrauschen, was man schon seit Jahren mitnimmt, aber man merkt es jetzt auch in den Gesprächen mit den Stadtwerken, die wir aktuell führen. Die finden kein Fachpersonal mehr, die das Netz kennen, die historischen Ereignisse einschätzen können und so weiter. Wir sehen die Regulierungsbehörden, die immer wieder sich neue Sachen einfallen lassen, im Wasserbereich nicht so stark, aber im Strombereich wieder und auch der ganze technologische Fortschritt, was ist passiert jetzt mit Cloud-Services, KI-Analyse und so weiter. Man merkt halt, hier passiert sehr, sehr viele Dinge in sehr, sehr kurzer Zeit. Und für Sie steht die Frage, wie reagiere ich damit um? Welche Information ist für mich wichtig? Welche Information ist vielleicht nicht so wichtig? Und das erhöht Ihre Komplexität einfach in den Lösungen, die man suchen muss oder kann. Ich habe hier mal aus meinen Gesprächen mit den Wasserwerken, mit verschiedenen Stadtwerken gesprochen, mal so ein paar Herausforderungen einfach allgemeiner Natur mitgenommen, also die auf der technischen bzw. auf der kaufmännischen Sichtweise herauskommen. Das heißt, wir haben hier einmal in der technischen Seite natürlich die Reservekapazitäten. Aktuell lesen wir das ganz, ganz viel beispielsweise in der ZFK. Wo man merkt, besonders im Osten, die Stadtwerke, die gehen von langen Trockenperioden im Sommer aus und die werden halt Reservekapazitäten für heiße, lange Trockenphasen immer weiter aufbauen müssen. Aber auch das ist natürlich physikalisch immer begrenzt. Wenn kein Niederschlag da ist, dann haben wir einfach auch keine Möglichkeit, Aufbau von Reservekapazitäten.
Instandhaltungsprozesse müssen verbessert werden, weil einfach auch kein Fachpersonal mehr da ist, beziehungsweise die Prozesse einfach auch sehr, sehr viel kosten. Ein Echtzeitmonitoring wird immer wichtiger, besonders bei so Starkregenereignissen. Das Thema Wasserqualität ist besonders im Münsterland ein großes Thema, wo es vor allem um die Nitratwerte geht. Und auch das ganze Thema Digitalisierung, Wassernetz, Digital Twin, hier das Stichwort, wird immer stärker durch die Fachbereiche getrieben. Diese Liste ist bestimmt nicht abschließend, sondern gibt es noch viele weitere Themen, wo Sie sich viel besser auskennen. Nur wir kriegen jetzt als Items mit, da bewegt sich einiges. Und genauso gut auf den kaufmännischen Seiten. Kostenoptimierung ist nicht so ein starkes Thema wie in anderen Bereichen, aber auch schon ein Thema. Fachkräftemangel hatten wir schon angesprochen. Auch Planungsprozesse, Simulationen, automatisches Reporting habe ich auch schon häufiger mitgenommen, wie zeitaufwendig das ist. Und da wollen wir heute mal Ihnen eine Lösung vorstellen oder einen Lösungsansatz, wie man mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen kann. Das Thema heute ist natürlich nicht nur Allgemeinwasserwirtschaft, sondern wir speziell Brunnenpegel. Da haben wir natürlich nochmal explizit nochmal ganz spezielle Fragestellungen, worauf wir heute ein bisschen eingehen werden. Das sind halt die Auswahl der IoT-Sensorik. Da wird Michael gleich sehr, sehr viel Ihnen vorstellen, beziehungsweise auch Erfahrungsberichte geben, wo Sie auch sofort Fragen stellen können. Wir werden uns mit dem Thema dahingehend auch Konnektivität, erste Berichte aus der Praxis, was funktioniert, was funktioniert nicht, was ist zu beachten, welche Lösungsmöglichkeiten gibt es. Auf der analytischen Seite werde ich Ihnen ein bisschen was zu den Prognosen erzählen, also dass man einfach sagen kann, ich kann verschiedene Algorithmen nutzen, um vorherzusagen, wie wird sich der Brunnenpegelstand in den nächsten 5 Tagen entwickeln. Wir können darauf auch auf geografische oder lokale Gegebenheiten eingehen. Das möchte ich Ihnen auch nochmal darstellen. Und ein ganz wichtiges Thema für mich immer im Bereich der Analyse ist immer, wie gehe ich mit den Ergebnissen um? Es bringt hier nichts, schöne Prognoseergebnisse zur Verfügung zu stellen, aber wenn die nicht in die Prozesse eingebaut werden, wo sie wirklich dienlich wären. Und das ist ein ganz großer, wichtiger Schritt für uns auch immer, dass wir dort, wo die Informationen benötigt werden, auch geliefert werden. Genau. Wenn es bis dahin keine Fragen gibt, werden wir jetzt versuchen, diese einzelnen Punkte mit Ihnen zusammen zu erarbeiten und fangen direkt einmal mit der Auswahl der IoT-Sensorik an und würde dann jetzt direkt an meinen Kollegen Michael übergeben. Genau, die Folie überspringen wir. Okay, ja, Christian, vielen Dank für die Einleitung. Wie gesagt, ich bin 20 Jahre bei der Items im Schwerpunkt in der Instandhaltung, im Asset Management unterwegs. Und wir haben halt auch relativ viele Probleme, an entsprechende Daten ranzukommen. Und dementsprechend unterstütze ich das Team IoT mit meinem Know-how. Und helfe da insbesondere aufgrund meiner Ausbildung im Bereich Sensorik. Und das ist jetzt auch das Thema. Was für Infos und Aspekte kann ich Ihnen nennen, um entsprechende Daten zu sammeln? Also grundsätzlich reden wir über Wasserwirtschaft. Und Wasserwirtschaft ergibt sich daraus, dass ich im Prinzip irgendwo messe, sowohl in Talsperren als auch irgendwo, wo, sag mal, Grundwasser produziert wird, und ich sag mal, im Regelfall findet das mit Wasserwerken statt. Wir nutzen das Grundwasser, das heißt, wir nutzen in irgendeiner Form das sich in der Erde befindende Wasser und versuchen das zu fördern. Und dafür werden entsprechend, um das zu messen, werden entsprechende Grundwassermessstellen eingerichtet. Das ist im Regelfall Pegelrohre, ich weiß gar nicht, sieht man mich eigentlich? Also ich habe mal hier so ein Pegelrohr hinter mir stehen, ich hoffe, dass das gesehen wird. Also wir haben also keine Kosten und Mühen gescheut, sowas mal darzustellen. Ah ja, wunderbar. Und genau, solche Pegelrohre sind im Regelfall, wie gesagt,
um, ich sag mal, die Wasserwerke aufgebaut und dienen halt der Überwachung der Grundwasserstände. Genau. Und wie man schon sieht, die sind relativ massiv, diese Pegelrohre. Das ist jetzt hier ein Edelstahlrohr mit einer entsprechenden Pegelkappe. Und in diese Pegelrohre werden entsprechenden Sensorik verarbeitet. Früher wurde das so gemacht, dass man die einzeln abgelaufen ist. Entweder hat man das mit einem Lichtblot versendet oder verwendet, die entsprechenden. Genau, die entsprechenden Grundwasserstände zu ermitteln. Das ist auch in der Folie da dargestellt, dass man im Prinzip so ein Kabel runterlässt, da ist unten ein kleiner Kontakt drin und sobald er die Wasseroberfläche erreicht, wird halt ein Signal gegeben und oben an der Länge des Kabels kann ich ermitteln, wie tief jetzt mein Grundwasserpegelstand ist. Das ist aber alles relativ viel manuelle Tätigkeit und ich bekomme die Daten natürlich nicht in irgendein IT-System überführt. Ich muss das alles abtippen bzw. abschreiben, um das dann zu überführen. Ein weiterer Punkt, der sicherlich auch schon bei Ihnen teilweise benutzt ist, ist, dass entsprechende Sonden eingesetzt werden. Ich habe mal eine Auswahl mitgebracht. Das ist also mal so ein typischer Sonnentyp. Der kommt jetzt von der Firma Seba. Der wird halt hier oben in dieses Pegelrohr eingesetzt. Im Pegelrohr und im Prinzip hier unten ist der Druckmesskörper, der quasi dann die Wassersäule misst plus atmosphärischen Druck. Das muss dann alles berechnet werden und abgeglichen werden, damit man dann auch wirklich die passenden Messgrößen hat. Entscheidend ist im Prinzip, früher war es halt so, da gab es hier oben eine Kappe und da konnte man entweder manuell diese Messeinheit auslesen, da ist meistens ein Logger drin gewesen, der die Messwerte speichert, oder habe das per Walk-and-Bike gemacht, dass ich das per Bluetooth übertragen kann. Es gab auch einige Systeme, und die gibt es sicherlich heute auch noch, die das per GSM oder GPS machen, sodass man im Prinzip dann entsprechende SIM-Karten verbaut haben muss von den einzelnen Kommunikationsprovidern wie Telekom oder Vodafone. Ja, der nächste Schritt wäre jetzt gehen wir eine Folie weiter. Wir würden das jetzt gerne mit einer neuen Funktechnik machen, die da LoRaWAN heißt. Das heißt, diesen manuellen Aufwand, den ich aktuell habe, dass ich im Prinzip entweder hier oben an diese Einheit gehe oder per Walk-and-Buy das mache oder aber, ich sag mal, unter Umständen teure SIM-Karten kaufen, betreiben muss und dann noch in Gebieten, wo womöglich gar kein Empfang ist, das kann man dann durch die Funktechnik LoRaWAN umgehen oder unterstützen. Das heißt, ich kann den manuellen Aufwand sehr, sehr stark minimieren. Und was halt LoRaWAN auszeichnet, ist halt, dass ich eine sehr hohe Reichweite habe. Ich erreiche im Prinzip auch Trinkwassergewinnungsgebiete, in der ich normalerweise kein Funknetz habe durch die Provider, sondern ich habe ein entsprechendes Funknetz, was ich mir selber aufbauen kann und im Prinzip dadurch auch die Reichweite in eigenen Händen habe. Und was diese Technik auch auszeichnet, ist, dass in diesen Loggern oder in diesen Messeinrichtungen ist sowohl, ich sag mal, eine Batterie drin und eine Funkeinheit. Und diese Funkeinheit ist halt so, energieeffizient, dass so ein Logger durchaus mit diesen Batterien 5 bis 10 Jahre durchhält und permanent Daten schickt. Und wenn wir Daten schicken, dann sollen die natürlich nicht lesbar sein für die Allgemeinheit. Also da ist AES 125, das ist eine sehr hohe Datenverschlüsselung mit dabei, sodass die Daten auch sicher sind. Gut, im Regelfall werden hier 3 bis 4 Messwerte übertragen. Das ist einerseits natürlich der Druck, wie viel Wasser habe ich oder welche Höhe an Grundwasser habe ich. Temperatur ist teilweise, die mitgeliefert wird, des Grundwassers. Das ist relevant für einige Dinge, was so Löslichkeit angeht von bestimmten Stoffen, wie Sulfide. Teilweise haben diese Einheiten auch noch Temperatur intern und atmosphärischen Druck. Also maximal 4 Daten.
Genau. Sie sehen unten so ein paar Beispiele, also solche Grundwassermessstellen, in Anführungszeichen Pegelrohre, sind halt sehr unscheinbar in der Umgebung platziert. Das sind meistens solche Rohre, wie Sie da sehen. Eins habe ich ja hinter mir stehen, mit einer entsprechenden Pegelkappe. Und diese Pegel oder Pegelverschlüsse, da soll natürlich nichts reingeworfen werden. Die sind abgeschlossen mit so einem Sicherheitsschlüssel, damit da nicht jeder rankommt. Sie sehen schon gleich, das ist jetzt eine Besonderheit bei der Pegelkappe. Normalerweise sind die oben glatt. Also ist ein, sagen wir, metallischer Deckel. Und da oben ist jetzt so ein kleiner Stummel drauf. Und dieser Stummel, der sorgt im Prinzip schon für Konnektivität. Ich habe das mal hier im Einzelnen mitgebracht. Hier sieht man so eine spezielle Pegelkappe, die quasi für den Funk schon, sagen wir, optimiert ist, weil wir natürlich die Herausforderung haben, aus so einem metallischen Rohr Funksignale rauszuschicken. Das funktioniert erstaunlicherweise, aber die Dämpfung ist halt sehr hoch und damit die Reichweite begrenzt. Und das kann man dann mit solch einer, sagen wir mal, Pegelkappe dann deutlich verbessern. Genau. Und Sie sehen auch unterschiedliche Baugrößen bei den Pegelrohren. In der Mitte ist, glaube ich, ein 5 oder 6 Zoll Pegelrohr mal dargestellt. Und auf dem von mir aus gesehen echten Bild, da sind jetzt mal 2 Durchmesser dargestellt. Das ist 2 Zoll gegenüber einem 5 Zoll Rohr. Und dieses 2 Zoll Rohr ist auch jetzt mal das Rohr, was für so einen Sonnentyp benötigt wird. Die sind im Regelfall sind die immer ähnlich oder gleich. Das ist jetzt quasi das Produkt von Seba. Ich habe hier noch ein weiteres Produkt mal mitgebracht von der Firma Keller. Die sind also vom Durchmesser ähnlich. Genau. Und da kann man sie dann versenken und dann entsprechend einbauen. Ne? Am Ende ist immer hier dieser Druckmesssensor. Die sind im Regelfall ähnlich. Es gibt da schon eine Weltmarktführung von der Firma Keller. Das ist sowohl hier verbaut, als auch beim Marktbegleiter Seba, als auch bei dem Marktbegleiter UIT, um mal ein paar Hersteller zu nennen, die solche Sonnen bauen. Wir haben die alle, wie gesagt, hier im Test. Wir betreiben ja hier ein kleines Labor, um solche Technik mal uns anzuschauen. Und jetzt würde ich mal vielleicht auf die nächste Seite gehen. Wunderbar. Also, was haben wir gemacht? Wir haben jetzt halt unterschiedliche Sensoren getestet. Grundsätzlich funktioniert das alles und sie liefern auch die gewünschten Daten. Ich zeige einfach mal exemplarisch, dass es da doch ein paar kleine Unterschiede gibt, auch preislicher Art. Und woher kommt das? Dieses System muss ich zum Beispiel mal öffnen. Ich habe hier oben also keine Anschlüsse, um irgendwie ein Kabel anzubringen, um diese Sonde jetzt zu kalibrieren oder einzustellen. Dafür muss ich im Prinzip. Sie sehen schon, es fällt mir schwer. Ich drücke im Prinzip hier unten auf das Gehäuse und schiebe jetzt im Prinzip diese ganze Elektronikeinheit aus diesem Schutzrohr. Das ist jetzt hier noch so ein Beutel, der die Feuchtigkeit aufnimmt. Und im Prinzip hier vorne an der Seite habe ich im Prinzip Anschluss für den USB, um im Prinzip diese Sonde dann zu parametrisieren. Ja. Ist Geschmackssache, kann man machen im Feld. Weiß nicht, ob man da wirklich Spaß dran hat. Aber das ist natürlich dann auch immer ein Kostenfaktor. Das ist halt ein relativ günstiges System. Lass mal hier zusammen. Die Beutel mal später rein. Und nur mal als Beispiel, damit man da ein Gefühl für entwickelt. Wie gesagt, anderes System, anderer Logger. Und hier ist es so, ich komme im Prinzip hier oben an das System ran. Hier oben ist ein entsprechender Anschluss. Und an diesen Anschluss, und das ist das Wesentliche, komme ich auch, wenn das System eingebaut ist. Ne? Also im Prinzip ist es dann hier in dem Rohr eingebaut. Ich öffne oben diese Kappe, komme hier oben mit einem Kabel rein, einem Stecker und muss hier nichts ausbauen. Ne? Im Gegensatz zu diesem System muss ich die ganze Einheit ausbauen. Ups.
drehen, auseinanderdrücken, USB-Kabel dran und so weiter. Da brauche ich im Prinzip 2 oder 3 Leute für, um dieses System dann einzustellen. Das ist also hier deutlich besser gelöst und das ist bei anderen Herstellern auch anders gemacht. Also UIT beispielsweise macht das auch von hier oben. Also, ne, nur mal so als Hinweis oder Idee. Aber es gibt noch sicherlich noch ein paar andere Punkte. Und hier ist es zum Beispiel so, wenn jetzt diese Einheit defekt ist, dann muss ich nicht im Prinzip alles austauschen. Ich habe hier unten den Druckmesser und Temperaturmesser. Ich schraube das hier unten ab. Wenn es mir gelingt. Ja. So. Und dann habe ich im Prinzip die Logger-Einheit getrennt von der eigentlichen Messeinheit und kann das zum Beispiel rausnehmen, dass wird das abgefangen durch eine entsprechende Einrichtung und kann im Prinzip jetzt hier Batterien tauschen oder den revisionieren, wie auch immer. Finde ich eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Genau, das schraube ich später wieder zusammen. Ich gebe es die Hand. Genau, wie gesagt, alle Systeme haben ihre Berechtigung, sind sicherlich von der Flexibilität und von der Handhabung und vom Einbau unterschiedlich, was wir festgestellt haben. Was man auch vielleicht beachten muss, die Systeme hier, was wir jetzt so haben, die können halt im Regelfall eine Druckmessung vornehmen, also den Wasserstand messen und die Temperatur. Es gibt aber so, durchaus solche Logger auch, mit unterschiedlichen Sensoren. Das heißt, ich kann einen Logger mehrfach verwenden. Ich kann da auch Salicid mitmessen, ich kann da Kaliumnitrat, Sauerstoff und andere Dinge noch mitmessen. Das heißt, es gibt durchaus auch Systeme und Hersteller, die so ein Standardprotokoll nutzen, das ist ES485 und können dadurch, sind da sehr flexibel in dem, was die an Sensoren dranhängen. Also vielleicht das auch nochmal so als Idee. Ja, vielleicht will man ja noch mal ein bisschen mehr machen oder doch mal schauen, was sich dann so nitrattechnisch tut. Auch das ist mit diesen Loggern und Funkeinheiten möglich. Wo ich schon darauf hingewiesen habe, ist Konnektivität ist ein, wie gesagt, ein Riesenthema. Trotz dass LoRaWAN so eine hohe Reichweite hat, haben wir das Problem, dass solche Grundwasserschutzgebiete oder solche Pegelsonnen gerne oder Pegelrohre recht gerne auch in bewaldeten Umgebungen eingesetzt werden oder diese Pickelrohre dort verbaut sind. Und Wald ist auch immer ein Dämpfungsmittel, das heißt, das Holz der Bäume schwächt das Funksignal. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall auch eine gute Konnektivität. Deswegen, wenn Sie so ein Projekt starten, fangen Sie gleich hiermit an. Das macht das Leben durchaus leichter, weil sie haben eine Dämpfung im Rohr von fast 20 dB. Das ist schon eine ganze Menge. Dieses Rohr, das gibt es also, wie gesagt, in dieser großen Ausführung, das gibt es auch durchaus in dieser kleinen Ausführung. Also das gibt es am Markt. Einfach mal schauen. Genau, oder es gibt eine andere Möglichkeit. Ich drehe das mal, das Rohr. Hier oben ist im Prinzip das jetzt so gemacht, dass im Prinzip hier oben ist einfach ein Kunststoffdeckel eingesetzt worden, der im Prinzip dann die Funkstrahlung rauslässt. Ne? Aber letztendlich muss man das alles an der Messstelle mal testen und ausprobieren, ob das noch alles funktioniert. Deswegen haben wir uns hier so einen Prototyp, so einen Testtyp angeschafft, mit dem wir dann durchaus mal zu den einzelnen Messstellen hinfahren. So einen Testaufbau machen, nicht gleich das ganze Pegelrohr auseinandernehmen, die ganzen Kappen tauschen und dann kann man direkt vor Ort, und das ist auch vielleicht unsere Empfehlung oder unsere Idee aus diesem ganzen Labortesting, machen sich ein entsprechendes Testrohr fertig, gehen Sie die einzelnen Messstellen ab und wenn Sie sich dann sicher sind, dass dann Konnektivität und alles funktioniert, erst dann findet der Umbau statt. Das ist deutlich einfacher und mit weniger Aufwand verbunden. Genau. Unten habe ich mal eine kleine Grafik hingestellt. Also wir sind jetzt seit gutem halben Jahr am Testen mit 4 Sonnentypen. Eine ist bei uns die Referenz, die kommt von der Firma Ott. Wir haben aber leider kein entsprechendes LoRa-Modul, noch nicht. Ich hoffe, dass da noch mal was kommt. Und da testen wir zum Beispiel
wie oft können wir senden, was macht die Batterie, wir schicken da im 5-Minuten-Intervall Daten raus, kommen die Daten verlässlich bei uns an, wie sieht das aus mit den Spraying-Faktoren, wie lange sind die on-time, was ist mit Duty-Cycle zu schauen, dass man da nicht irgendwelche Dinge gegen irgendwelche Dinge verstößt, die man nicht nutzen darf. All das haben wir gemacht. Wie gesagt, da unten sieht man so ein bisschen, nicht wundern, dass da 24 Grad steht. Das, aktuell steht das halt bei uns im Labor und da sind die Temperaturverhältnisse der Wasserbehälter halt entsprechend hoch. Genau. Bitte? Datenpersistierung. Vielleicht Datenpersistierung, sagt Christian, noch ein bisschen was zu sagen. Genau. Es gibt bei den Loggern durchaus Unterschiede. Ich fange dann mit dem, sagen wir, ne, auch immer Preis und Leistung. Ne, das ist jetzt halt ein preiswertes System. Das liegt so um 500, 600 Euro für diesen Logger oder für diese Messeinheit. Der loggt die Daten nicht. Das heißt, er speichert sie nicht. Er misst die Daten und will sie auch sofort wieder loswerden und schickt sie quasi dann per LoRa in die entsprechenden IT-Systeme. Das, was der Christian mir gerade wieder gibt, das ist eine Einheit, die hat einen integrierten Logger. Das heißt, wenn der Funk mal ausfallen sollte, aus irgendwelchen Gründen, kann immer passieren, ist die Messung nicht unterbrochen, weil letztendlich diese Messungen hier zwischengespeichert werden. Und das sind durchaus Datenvolumen von 50 bis 100.000 Datensätzen, die so ein Logger quasi speichern kann. Das finde ich, ist eine schöne Sache und sollte man unter Umständen berücksichtigen, wenn es wichtig ist. Genau, also hier nochmal die Unterschiede. Dieser Hersteller hat aber auch zwei Typen. Es gibt diese Einheit von Keller sowohl mit Logger als auch ohne. Das vielleicht nochmal zur Persistierung von Daten. Was vielleicht noch wichtig ist, das hatte ich ja eingangs erwähnt, war die Geschichte, dass wir das ja alles verschlüsseln, die Daten. Das heißt, im Fachjargon, wir schicken eine verschlüsselte Payload durch den Äther und das entsprechende IT-System nimmt das dann auf und versucht dann diese Daten zu dekodieren. Wir haben für all diese Systeme, die ich Ihnen heute vorgestellt habe, entsprechende Decoder, Parser nennen wir das, die entsprechend diese Nutzdaten dann, ich sag mal, in lesbare Daten umwandelt. Und ja, für Auswertung etc. dann bereitstellt und für nachher weitere Dinge. Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist oder interessant ist, wir machen nicht nur, ich sag mal, vielleicht ein oder zweimal am Tag eine Messung von diesen Wasserständen, was halt diese Technik jetzt auch ermöglicht und was früher sehr, sehr teuer war, ist, wir können so Pumpversuche darstellen oder gut unterstützen. Das heißt, Pumpversuch, was soll das heißen? Ich gehe an einen Brunnen ran und versuche mal zu schauen, welche Ergiebigkeit hat dieser Brunnen für die Produktion. Das heißt, ich versuche mal massiv deutlich mehr zu pumpen, als was ich sonst mache und schaue dann im Umfeld die einzelnen Pickelrohre, wie sich da die Grundwasserstände verhalten. Und ich kann oder wir können aus den entsprechenden IT-Systemen einen Befehl schicken, der dann sagt, okay, diese Messeinheit soll jetzt nicht einmal am Tag messen und zweimal am Tag messen, sondern er soll im 5-Minuten-Intervall im Rahmen dieses Pumpversuches Daten schicken, sodass man recht viele Daten genau speziell zu diesem Pumpversuch bekommt. Und wenn der Pumpversuch dann abgeschlossen ist, dann können wir aus der Ferne den Intervall wieder normalisieren auf ein- bis zweimal am Tag. Früher war das immer sehr aufwendig. Und teilweise musste man das mit Ingenieurbüros machen. Das haben Sie jetzt selber ein bisschen in der Hand, weil im Prinzip wir Messintervalle entsprechend steuern können. Das ist auch so eine Geschichte, das können nicht alle diese Einheiten. Das muss man also wirklich bei der Auswahl beachten, dass man aus der Ferne auch diese Zyklen anpassen kann. Genau. Das alles zum Labor und wir wollen natürlich auch mal live gehen und sind auch live. Das heißt, aktuell sind wir in Rheine unterwegs im Wasserwerk Himmelterbach. Da schauen wir, ob das alles soweit funktioniert. Die Daten sehen gut aus. Wir haben eine gute Konnektivität. Da laufen jetzt zwei Sonden. Das Gleiche machen wir jetzt aktuell für die Netzmünster, die Stadtwerke Münster, im Wasserwerk Fennheide.
Es wird jetzt abgeschaltet nach und nach. Und da muss man halt schauen, dass das Grundwasser nicht zu weit aufsteigt, dass dort entsprechende Anwohner dann absaufen. Also da geht es jetzt konkret um Wasserhaltung. Was vielleicht auch noch ein Hinweis ist, ich weiß nicht, ob jetzt auch Lübecker mit dabei sind im Call. Lübeck ist ja relativ nah an der Ostsee. Die schaffen das durchaus mit ihren Wasserwerken auch das Ostseewasser anzusaugen und anzupumpen. Das heißt, da geht es auch darum, solche Sonden einzusetzen, um festzustellen, ist der Boden gegebenenfalls schon mit Salz behaftet, wird da schon mehr Wasser angepumpt oder nicht. Auch das kann man da wunderbar mit überwachen. Genau, das war es erstmal von meiner Seite. Das weitermachen, Christian. Danke, Michael. Gerne. Jetzt erstmal die Frage in die Runde. Gibt es Fragen zu Michael, zu der Sensorik? Vielleicht auch uns auch im Nachgang kriegen unsere Kontaktdaten, können halt nochmal Fragen stellen, die Sie vielleicht jetzt noch nicht einfallen, aber später im Nachgang nochmal. Oder jetzt einfach sonst feuerfrei. Wir sind auf jeden Fall interessiert. Kennen Sie die Technik schon oder sehen Sie das zum ersten Mal? Gebe ich mal so in die Runde, schau mal, ob es Fragen gibt. Bislang haben wir noch keine Fragen. Ich würde trotzdem mal kurz eine dazwischen werfen. Dann haben die Teilnehmer Zeit, noch mal eine zu stellen. Vielleicht noch mal die Frage an dich, Michael. Du hast uns ja jetzt unterschiedliche Varianten dargestellt, was wir für Hardware-Sensorik getestet haben. Grundsätzlich die Frage, wenn ich jetzt ein Stadtwerk bin, ich will jetzt mit dem Thema anfangen, ich bin jetzt neu im Bereich Pegelsensoren, LoRaWAN unterwegs. Mit welcher Variante würdest du starten, die du untersucht hast? Tja, gute Frage. Also, für ein POC kann man durchaus, ich sag mal, auch die günstige Variante wählen. Ich weiß, dass das schon einige Kunden einsetzen. Ne? Das ist halt schön von der Handhabung her. Ich sag mal, wenn diese Sonne nicht länger als ein halbes Jahr oder ein Jahr verbaut ist, dann ist das alles kein Problem. Das ist für mich so eine Lösung. Schönes Testing, mal ein Gefühl dafür zu entwickeln, wunderbar. Wenn ich damit dann, ich sag mal, gut zufrieden bin, dann würde ich im Prinzip dann auf einen eher professionellen oder besseren Typ ausweichen, wo ich dann nicht diese Symptomatik habe, dass ich, wenn ich hier ran will, erst hier alles auseinanderbauen muss. Ne? Also POC, Testing, kann man das durchaus empfehlen, das ist wunderbar, das funktioniert, aber halt nicht so für, ich sag mal, 10 Jahre. Okay, super. Ja. Da ich anscheinend noch keine Fragen haben, Christian, würde ich sagen, starte gerne mit dem zweiten Block. Da kommen doch 2 Fragen rein. Ja, Simon. Simon Weckmann, können die Sensoren alle den Salzgehalt des Wassers erkennen? Nein. Also bei Keller ist es so, die bieten das nicht an. Die machen nur Druck und Keller ist wirklich Weltmarktführer bezüglich Drucktechnik. Die machen wirklich nur Drucksensoren. Die Firma Seba, die bietet auch einen entsprechenden Messkopf an für Salicit. Die können also auch Salz messen. Und die Firma UIT kann, ich glaube, bis zu 15 unterschiedliche Sensorköpfe hier anschließen, nicht alle parallel und gleichzeitig immer nacheinander, weil die haben halt RSG85 als Schnittstelle und sind da relativ frei in dem, was sie da messen wollen. Also da würde jetzt Keller, wenn Salicit oder Salz gefordert ist oder Nitratmessung, rausfliegen. So, was kostet das Ganze? Genau. Was kosten die teuren Sensoren? Die teuren Sensoren. Das liegt immer, gut, das muss man jetzt mit den Herstellern mal ausdiskutieren. Es geht natürlich immer um, will ich nur einen Sensor kaufen, will ich jetzt 100 kaufen. Aber das liegt auf jeden Fall aus meiner Sicht immer über 1.000 Euro, zwischen 1.000 und 1.500 Euro. Sonst noch weitere Fragen? Sonst ja, können Sie gerne stellen. Würde ich erstmal weitermachen.
Wir gehen mal wieder zurück in die Präsentation. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, Michael hat jetzt viel über die Daten gesprochen, also Daten, die es teilweise heute noch gar nicht in elektronischer Form gibt. Sieht man jetzt das Bild? Nee. Das sieht man, Christian. Du kannst gerne weitermachen. Okay, danke. Genau. Ich habe hier mal verschiedenste Use Cases aufgezeichnet von Grid Inside Water. Das ist unser erster Prototyp, den wir jetzt auch schon bei einem Kunden im Einsatz haben seit April. Stellt sich die Frage, ich sammle jetzt so viel Daten, was kann ich damit anfangen? Klar, ich habe hier mal aufgeführt eine Pegelstandsprognose. Das heißt, ich sammle die ganzen Ist-Werte, kann damit natürlich auch in Verbindung mit weiteren zukunftsgerichteten Daten, also zum Beispiel einer Wetterprognose, sagen, wie verhält sich jetzt der Pegelstand in den nächsten 3 bis 5 Tagen. Wenn die Wetterprognose bis 10 Tage geht, geht es natürlich auf 10 Tage, aber da ist vor allen Dingen die Pegelstandsprognose sehr, sehr stark abhängig von natürlich der Förderung vom Wasser und natürlich auch vom Niederschlag. Was immer mitgeliefert wird, hier gibt es eine Rückkopplung, ne? Ich höre mich verdoppelt. Also ich packe das mal raus. Okay. Was auf jeden Fall mitgeliefert wird, ist eine Netzanalyse. Das werde ich Ihnen gleich auch zeigen. Da geht es einfach um deskriptive Analyse. Das heißt, wir wollen Ihnen zeigen, wie sind die historischen Werte, wie können Sie die automatisch auswerten. Wir können auch gegebenenfalls ein automatisiertes PDF-Reporting erstellen. Das heißt, Sie müssen gegenüber der Behörde jeden Monat melden, wie viel Wasser haben Sie gefördert oder was sind die durchschnittlichen Pegelstände. Dann können wir das natürlich, diese Daten liegen quasi in unserem Data Warehouse vor. Wir können die berechnen, in ihre Form bringen, wie Sie es halt gerne beim Reporting haben möchten und können es automatisch versenden. Das heißt halt, da sitzt keine Person mehr und versucht das zu plausibilisieren und in Form zu bringen und dann der Behörde zu schicken, sondern das können wir ja automatisieren. Das ist halt neben der Pegelstandsprognose eine sehr, sehr wichtige Argumentation, um so ein Tool auch einfach einzusetzen und die Daten, die da liegen, auch automatisiert zu nutzen. Des Weiteren können wir hier natürlich auch weitere Use Cases mit den Daten anfüttern. Also wir machen aktuell mit den Stadtwerken Münster eine Nachfrageprognose, wo wir auch eine Produktionsoptimierung anstreben. Das heißt, wir wissen jetzt die Nachfrage, wie viel Wasser wird nachgefragt und dementsprechend können wir die Produktion optimieren. Die Produktion wiederum ist abhängig vielleicht von den Pegelständen. In jeder Kommune, in jedem Wasserwerk etwas anders. Da gibt es bestimmte Regularien, die einen können frei wählen, die anderen sind begrenzt über die Jahresdurchschnittssumme oder dürfen maximal nur eine bestimmte Kubikmeteranzahl entnehmen oder nur bei Pegelständen über 3 Meter beispielsweise. Das bedingt sich halt miteinander und dieses können wir natürlich auch in Verbindung bringen. Das heißt, die Daten, die uns gegebenenfalls bei einer Produktionsoptimierung fehlen würden, könnten wir hier nutzen. Was auch mit diesen Daten machbar wäre, wäre eine Wassersimulation, das heißt Starkregenereignisse. Das heißt, wie verhält sich das Grundwasser jetzt oder die Pegelstände bei Starkregenereignissen? Das, was Michael auch gerade gesagt hat, da komme ich zum Schluss nochmal dazu, können wir hier eventbasierte Datenerhebung machen, was einfach wesentlich intelligenter ist und die Batterie auch schont. Werde ich Ihnen aber nachher auch nochmal darstellen. Echtzeitmonitoring, auch wieder sehr, sehr gefragt. Das heißt, was passiert in Echtzeit? Wie Michael gerade gesagt hat, früher sind die da hingegangen, haben es manuell ausgelesen. Vielleicht noch mit Walk-by oder so weiter. Aber bis die Daten wirklich in einem zentralen System vorlagen, hat es relativ lange gedauert. Und das ist mit dieser neuen Technik, mit LoRaWAN, wesentlich einfacher, schneller und so viel transparenter. Werde ich Ihnen auch zeigen. So. Wir haben eine Zwischenfrage, Christian. Ja. Und zwar die Frage von einem Teilnehmer: Welche Software-Werkzeuge haben Sie für Data Warehouse in Ihrem Data Lake für die Datenverarbeitung, Datenverschneidung, Pegelstandsprognose im Einsatz? Okay. Ich gehe direkt mal in den Prototypen und dann zeige ich Ihnen, was wir da im Einsatz haben. Genau. Hier. Zu erkennen, das ist Grid Inside Water. Wir haben hier verschiedenste Module schon ausgeprägt. Einige sind schon umgesetzt, einige sind gerade in der Entwicklung, wie beispielsweise die Wasserqualitätsprognose, da sind wir noch dabei und auch Leckagenanalyse. Aber die Pegelstandsprognose
haben wir hier schon mal umgesetzt, werde ich gleich zeigen. Also Sie können sich hier ganz einfach selber einmelden, um sich das im Nachgang vielleicht auch nochmal anzugucken. Das ist grid-insight.de. Da werden Sie hier auf eine Items-Maske, Sie müssen sich hier einmal registrieren und dann können Sie sich anmelden und sich dieses Tool einfach mal angucken. Das ganze Tool ist Cloud-basiert, das heißt, wir haben es in der Microsoft Azure Cloud gebaut, wir haben es selber programmiert und wir nutzen dort den Microsoft Azure Table beziehungsweise verschiedenste Container und Azure Functions. Das ist relativ stark technisch. Wenn da noch Bedarf ist, könnte ich da im Nachgang nochmal drauf eingehen. Wie gesagt, bei Microsoft Azure haben wir die Möglichkeit, das Data Warehouse beziehungsweise das Rechenzentrum auszuwählen. Wir können hier auf Rechenzentrum Deutschland auswählen. Das heißt, die Datenverwaltung und Datenhosting findet wirklich in Deutschland statt. Dann kommt häufig die Frage, warum macht ihr das nicht in eurem eigenen Rechenzentrum? Die Möglichkeiten, die Microsoft dort uns selber zur Verfügung stellt, sind gigantisch. Beispielsweise die Datenvorhalt und Persistierung ist sehr, sehr günstig in allen Cloud-Anbietern. Also reden wir hier von Google oder auch AWS oder Microsoft. Da tun die sich alles nichts. Sehr, sehr günstig. Es geht vor allen Dingen um Rechenkapazität. Wenn ich jetzt eine Nachfrageprognose erstellen möchte, das heißt, ich muss ein Modell trainieren, brauchen wir für ein, zwei Stunden sehr, sehr viel Rechenkapazität. Wir stellen quasi eine Anfrage ans Rechenzentrum. Wir bekommen die Kapazität zur Verfügung gestellt. Es fährt ein Container hoch. Wir berechnen das Modell. Und dann fährt sich der, nachdem das Modell fertig ist, fährt er sich wieder runter. Und wir bezahlen auch nur das, was wir wirklich nachgefragt haben. Deswegen machen wir hier die Cloud-Lösung und nicht on-premise bei uns im Rechenzentrum, weil das einfach wesentlich günstiger ist und immer state of the art ist. Und wenn wir merken, wir brauchen mehr Rechenkapazität, können wir es mit einem Mausklick einfach dazu buchen. Genau, wir reden hier in erster Linie heute über die Pegelstandsprognose. Dann klicke ich hier direkt auch mal auf das Modul Pegelstandsprognose. Hier haben wir für Münster verschiedenste Daten simuliert. Das sind keine Echtdaten, sondern das sind hier gefakte Daten, einfach nur um ein bisschen was. Hier können wir, ich mache es ein bisschen kleiner, dann sehen Sie es. Wir haben hier oben verschiedenste KPIs berechnet, also durchschnittliche Wasserhöhe, Tiefe zum Wasser und durchschnittliche Wasserhöhe. Kann man alles darstellen. Man kann hier auch verschiedenste Punkte auf der Karte auswählen, indem Sie sagen, ich möchte hier nochmal neu zeichnen. Ich kriege damit alle meine Messpunkte rein oder ich möchte freizeichnen oder das verschieben. Kann hier so einmal selber zeichnen und kann mir verschiedenste Messpunkte, wenn ich so quasi Subgruppenanalyse machen möchte, mir verschiedene rein und die werden dann halt direkt in den KPIs berechnet. Die stellen sich dann auch hier unten da. Hier habe ich einfach mal die ausgewählten. Also ich mache es jetzt nochmal einfacher, lösche das nochmal und suche mir jetzt nur hier in der Mitte die Messpunkte raus. Das sind hier zwei Stück. Und dann sehe ich die hier unten, das sind die blauen Linien, da sehe ich halt den Zeitverlauf, also welche Einheit wir wählen, ob wir Tag, Monat oder 5-Minuten-Wert, das ist uns total egal, da richten wir uns einfach nach den Anforderungen, die der Kunde hat. Und wir können hier hinten nachher eine Prognose einfach darstellen, wie wird sich das weiterentwickeln. Die rote Linie in diesem Fall ist dann einfach der Durchschnittswert, den wir darstellen. Wenn es andere Berechnungen geben soll, können wir die hier einfach darstellen, weil die Ursprungsdaten haben wir. Wenn es berechnete Variablen geben sollte, wie beispielsweise den Durchschnittswert eines bestimmten Viertels beispielsweise, können wir das hier auch darstellen. In diesem Fall haben wir jetzt hier ein Diagramm dargestellt. Wir können es natürlich auch auf Knopfdruck hier direkt als Tabelle darstellen, die man auch als CSV oder als Excel exportieren kann, beziehungsweise können wir die auch direkt diese Daten in Ihr System laufen lassen, wenn Sie eine Standardschnittstelle, eine REST API oder sowas haben, ist das kein Problem. Wie gesagt, wie Sie es haben möchten, können wir die Daten zur Verfügung stellen. Genau. Dieses ganze Tool ist relativ simpel aufgebaut im Berechtigungsmanagementsystem. Das heißt, Sie können sich dort einfach anmelden, Sie können
selber, wenn Sie Microsoft-Produkte schon nutzen, das Berechtigungssystem vergeben. Das heißt, Sie können selber Leute einladen oder ausladen, wenn Sie es möchten. Wenn Sie die Adminrechte können wir Ihnen geben. Wir hosten das bei also unserem CSP, also in unserer Subscription, hat den Vorteil, dass wir den Code verwalten können. Das heißt, wir haben zum Beispiel ein neues Feature mit eingebaut, dann werden Sie dies automatisch erhalten, weil wir geben Ihnen einen neuen Release zum Testen. Sie gucken drauf, also wir haben jetzt beispielsweise hier eine neue Karte. Sie möchten eine neue Karte haben. Es gibt was Neues, wir bauen eine neue Karte ein, dann kriegen Sie einen Release, das heißt so ein Release-Candidate nennen wir das. Sie können damit einmal testen, aha, die Karte gefällt mir, und dann drücken Sie aufs Knöpfchen und sagen, ja, das gefällt mir, das möchte ich auch haben, dann kriegen Sie das und es wird sofort quasi in das Produktivsystem überführt und Sie haben innerhalb von 5 Minuten das neue Feature dazu bekommen. Deswegen liegt der Code bei uns, weil wir verwalten den und geben denen immer Vorschläge, was es an neuen Features gibt. Wenn sie die haben möchten, können sie zustimmen. Wenn sie nicht haben möchten, lehnen sie ab und sie behalten ihren alten Status. Das ist ein Beispiel, wie wir hier Brunnenpegelstände dargestellt haben. Es gibt aber noch wesentlich andere Möglichkeiten. Also ich habe hier mal die Nachfrageprognose. Die haben es mehr in einer Zeitreihe gepackt, wo wir die Wetterdaten dazu gespielt haben. Dieses können wir natürlich auch die Brunnenpegel genauso darstellen. Ich habe hier die Möglichkeit, in die Prognose rein zu zoomen. Hier sehen Sie dann halt, was haben wir beobachtet und was haben wir prognostiziert und auch gleichzeitig die Abweichung berechnet bis zum heutigen Tag. Und für die Zukunft gibt es natürlich keine also beobachteten Werte, sondern nur prognostizierte. Und hier haben wir dann noch die Range, in welchem Bereich wir diese Werte erwarten. Also wie gesagt, die Ober- und Untergrenze und den Erwartungswert. Das geben wir mit, das ist das sogenannte Konfidenzintervall. Je schmaler das ist, umso genauer wird unseres Erachtens die Prognose. Sie haben hier auch die Möglichkeit, einfach historische Werte anzusehen. Das heißt, Sie können nach hinten scrollen, Sie können das Bild exportieren, ist kein Problem. Auch als CSV-Export ist das möglich und Sie können natürlich nochmal historisch vielleicht mir verschiedene Jahre angucken. Ich möchte mir jetzt den Januar 2018 nochmal anschauen. Wenn ich dich kurz unterbrechen darf, Christian, ja. Wo du gerade bei dem Thema Prognose warst, da haben wir gerade noch eine Frage reingekommen, und zwar die Frage, ob die Prognose ständig automatisch nachtrainiert wird in unseren Modellen, die wir hier erfahren, oder ob man das manuell anstoßen muss bei Bedarf. Okay. Wir haben es in unserem ersten Projekt haben wir gesagt, wir trainieren, also man muss verstehen, so ein Modell läuft, das sind zwei Sachen. Ich trainiere ein Modell, das angewendet wird. Das Modelltraining dauert 2 bis 3 Stunden. Das trainieren wir alle 4 Wochen. Wenn die und das Scoring, das ist die Anwendung des Modells. Das passiert täglich, stündlich, minütlich. Das geht sehr, sehr schnell. So ein Scoring eines Modells, das heißt, ich gebe die Input-Variablen rein und er gibt mir ein Ergebnis raus. Das ist innerhalb von 10 Minuten da. Das können wir sehr, sehr häufig machen. Das Training eines Modells haben wir grundsätzlich erstmal auf 4 Wochen gesetzt. Dann haben wir gemerkt, in unserem Projekt es kam Corona und wir mussten wesentlich häufiger trainieren. Und jetzt haben wir es so automatisiert, das heißt, wenn der Fehler immer stärker wird in unserem Scoring, trainiert es automatisch selber. Das heißt, wir haben hier eine Intelligenz mit reingebracht, indem wir uns die alten Prognoseergebnisse angucken. Und wenn die Abweichung zu stark wird, dann trainiert das Modell automatisch selber. Was auch geht, ist, dass man es auch manuell immer wieder anstößt. Das heißt, ich trainiere das Modell selber. Was natürlich aber auch, wo man ehrlich sein muss, mit Kosten verbunden ist, weil wir dann wieder die Cloud-Service beziehungsweise die CPU in der Cloud nutzen, die Kosten verursacht, weil wir, sagen wir mal, leistungsorientiert abrechnen. Wenn man das trotzdem möchte, kann man natürlich auch irgendwann zum gewissen Grad sagen, ich buche eine permanente Instanz. Das kann ab einem gewissen Grad günstig werden, das würden wir uns genau angucken. Je nach Use Case, manche benötigen so ein permanentes Scoring und Training und manche benötigen es gar nicht. Das müssen wir immer von Einzelfall zu Einzelfall unterscheiden. Und es ist immer die Frage,
wann werden diese Ergebnisse benötigt. Beispielsweise hatte der erste Kunde hat sich gewünscht, ich möchte gerne stündlich scoren. Haben wir gesagt, ja, das können wir gerne machen und auch stündlich trainieren. Haben wir dann gesagt, guckt sich jemand nachts die Ergebnisse an? Nein, also haben wir das dann quasi für nachts ausgesetzt, um einfach Kosten zu sparen. Das machen wir halt wirklich nach den Anforderungen, wie der Kunde es benötigt. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Guck mal schnell rein, das mache ich mal zu. Ja, machen wir auch nochmal eben zu hier. Wo habe ich denn? Da. So. Ich denke, die Frage müsste soweit beantwortet sein, Christian. Ja, okay, gut. Sehr gut. Genau, ich gehe wieder zurück. Wie gesagt, wir haben hier die Nachfrageprognose. Wenn Sie sich da hier, sagen wir mal, ein KPI-Reporting wünschen, also da sage ich mal ganz nett, wir sind für alle Schandtaten bereit. Alles, was man berechnen kann, können wir hier darstellen, in Echtzeit auch, mit den vorliegenden Daten. Genau, das ist alles möglich, die KPIs. Ich hatte davon gesprochen, Netzanalyse, das heißt, wir machen hier eine explorative Netzanalyse. Das heißt, wir haben hier verschiedenste Visualisierungsmöglichkeiten. Hier haben wir mal eine Heatmap eingestellt, wo wir dann einfach die leistungsstärksten oder die Ereignisse nach den Monaten, nach der Leistungsstärke einfach mal gruppiert haben. Kann man sich auch den Zeitraum wieder auswählen. Wir haben hier eine Produktionsverteilung. Hier sind wir also eher bei der Wasserproduktion, nicht bei der Brunnenpegelstand. Aber sowas kann man sich auch analog für eine Pegelstandsprognose oder Entnahme von Brunnenpegel vorstellen, dass wir hier sagen, wie entwickelt sich die gesamte Entnahme von Brunnen? Können wir hier darstellen im Zeitverlauf. Das heißt, hier ist ein Tortendiagramm dargestellt. Dann kann man einfach so rüber switchen und kriegt über den Mouse-Over, das sieht man hier unten in dem grauen unterlegten Kästchen, welches Wasserwerk bzw. welcher Brunnenpegel dann wie viel entnommen hat und wie sich das Gesamte berechnet. Auch verschiedenste, dass man sagt, ich möchte mir von einem Brunnenpegel die Daten mal angucken und den mit einem anderen überlegen, kann man das hier auch machen. Wir haben es hier mal auf Zeiträume gemacht. Da müsste ich einmal kurz in das Jahr 2019, das sind gemockte Daten. Ja, liegen jetzt gerade keine Daten vor. Kann man dann hier einfach verschiedene Zeiträume miteinander vergleichen, dass ich sage, ich möchte jetzt den April oder den Ostern 2018 mit 2019 vergleichen. Da kann ich mir einfach angucken, noch die Wetterdaten dazu spielen und sagen, okay, gibt es da einen besonderen Einfluss? Genau. Das Echtzeitmonitoring haben wir hier auch nochmal dargestellt. Ist eine weitere Visualisierungsmöglichkeit, die Sie nicht nutzen müssen, aber können. Wo wir GIS-Daten von Ihnen einspielen könnten, also oder auch hydrologische Karten. Es ist die Frage, welches Kartenmaterial wir hier nutzen würden. Und man könnte Wasserflöße oder so darstellen. Und dann kann ich ja natürlich, weil ich weiß, welchen Wasser- oder Brunnenpegelstand ich habe, könnte man natürlich hydrologische Karten erstellen. Da müssten wir zusammen dann die GIS-Daten, also die Geoinformationsdaten mit den hydrologischen Karten verknüpfen und dann die aktuellen Messwerte, die wir dann aus dem System bekommen, aus dem LoRa-Netzwerkserver bekommen, dort einspielen und dann können wir halt auch genaue Echtzeitanalysen machen, wie geht es eigentlich dem grundsätzlichen Grundwasserstand in der Kommune, in der Sie gerade sind. Haben wir hier auch nochmal auf kann man natürlich auch als Zeitreihe darstellen. Wie gesagt, hier sind wir für eigentlich alle Visualisierungsmöglichkeiten offen. Hier können Sie sich mal in Ruhe durchklicken und sagen halt, was Sie benötigen. In so einem ersten POC kann man sich dann halt zusammensetzen, macht man einen halben Tag oder zwei Stunden einen Workshop und Sie sagen ganz genau, was Sie sich wünschen und Sie können sich das so vorstellen wie bei IKEA. Ich möchte das haben, ich möchte das Modul haben, ich möchte die Netzanalyse aber mit ein anderes Kartenmaterial haben, können wir das hier gerne darstellen und zusammen erarbeiten, was Ihnen wirklich hilft. Das ist ein ganz gutes Stichwort, Christian, weil wir haben noch zwei Fragen. Mhm. Eine Frage ist, du hattest ja gerade erklärt, wie so ein POC mit Grid Insight oder beispielsweise auch mit Michael mit den Brunnenpegelsensoren aussieht. Da eine Frage von einem Teilnehmer, wie sieht das preistechnisch aus, wenn man so ein POC startet?
Und die zweite Frage, die noch gekommen ist, die hat dann wieder mehr noch mal was mit dem Tool zu tun. Ist es vorgesehen, bei einer bestimmten Grenzwertüberschreitung automatisiert Alarmnachrichten zu versenden? Ja, also ich fange mit der zweiten Frage an. Wir machen hier, ich kann das nochmal in der Nachfrageprognose darstellen. Ich gehe mal mit dem Zeitraum etwas nach hinten, dann wird man es sehen. Das einmal anzeigen, dann muss ich dann noch weiter nach hinten gehen. So, was ich zeigen möchte ist, wir machen auch, jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, hier sind etliche rote Punkte. Ich rutsche noch mal rein, ich zoome noch mal rein. Sieht man wohl. Sieht man? Na, kann man sehen. Das passt wohl. Ja. Das sind Messfehler. Also jeder, der in der Energiewirtschaft tätig ist, sieht immer wieder Messfehler, die unplausibel sind. Jetzt habe ich, glaube ich, die Grafik völlig zerschossen, weil ich zu wild rumgeklickt habe. Hier die roten Punkte sind Messfehler. Das heißt, wir machen eine Prognose nicht nur in die Zukunft gerichtet, sondern wir machen eine Prognose immer in die Vergangenheit gerichtet. Das ist unsere, was wir auch immer mitgeben, eine Anomaly Detection, also eine Plausibilitätsprüfung auf Messwerte. Wenn für uns dieser Messwert unplausibel ist, markieren wir den hier als roten Punkt. Ich habe hier mal relativ viele eingespielt und sagen, das ist für uns unplausibel. Das sieht dann wirklich so im Mouse over. Gehe ich mal kurz drauf. Ich gehe mal auch, ich mache es mal einmal schöner. So. Na, hat er mich nicht gefressen. So, ich zeige dir nochmal an, der rechnet nochmal. Das heißt, wir nehmen diesen Wert, das ist für uns ein Ausreißer, wir markieren ihn als Ausreißer, aber wir schmeißen ihn nicht weg. Eventuell kann das ja doch sein, dass es dieser Ausreißer erklärbar war im Nachgang. Aber wir, oh, jetzt habe ich aber ganz viele Daten reingejagt. Gut. Das sieht dann, na, kann ich den? Ja, auf jeden Fall diesen Wert behalten wir, sagen, das ist ein Ausreißer. Man kann im Nachgang nochmal kontrollieren, ob es wirklich ein Ausreißer war, beispielsweise ein Rohrbruch oder sowas oder wirklich ein Starkregenereignis. Das machen wir automatisch und wir können diese Werte natürlich auch hier im Echtzeitmonitoring, habe ich sie mal hier rot markiert. Ich habe es mal gesagt, sobald der Druck über 4,4 bar an diesem Messpunkt ist, muss er sofort auf rot gehen. Das kann man alles sehr, sehr statisch machen. Das heißt, ich sage, ich hinterlege feste Werte. Diese festen Werte können Sie gegebenenfalls auch selber bestimmen in einer eigenen Eingabemaske. Oder wir machen das anders, indem wir verschiedenste Druckpunkte oder Messpunkte, bei Brunnenpegel schon mehrere Messpunkte, miteinander vergleichen und sagen, was ist der höchste? Also, dass wir es relativ gestalten und nicht mit absoluten Werten. Ist alles automatisierbar machbar. Die zweite Frage, POC-Kosten. Da würde ich erstmal mit der Datenerhebung starten. Da würde ich jetzt einmal kurz auf Michael verweisen. Ich glaube, also so grundsätzlich Pauschalpreise rüberzugeben, ist relativ schwierig. Ich glaube, für ein POC, wo man zwar Messtechnik verbauen kann, wenn man bestehendes LoRa Infrastruktur schon aufgebaut hat, ist relativ günstig, weil wir sagen, wir haben hier verschiedenste Messeinheiten, also das, was Michael vorgestellt hat, von SEWA, von UIT ist oder auch von Keller, ist für einen kleinen Preis machbar. Das kann man dann erstmal im Feld testen. Das wäre auch unsere Empfehlung, nicht sofort hier mit der Software anzufangen, sondern erstmal die Sensorik erstmal auszuwählen, zu verbauen, zu testen und dann sammeln wir Daten. Dann geht es halt in ein Datenprojekt. In einer pauschalen Preis zu sagen, für 20.000, Sie haben die Software, das macht so keinen Sinn, sondern wir müssen erstmal anhören, was möchten Sie? Wie schnell möchten Sie die Daten haben? Möchten Sie ein permanentes Monitoring haben? Ist relativ umfangreich, erstmal Ihnen die Anforderungen mit Ihnen zusammen erarbeiten und dann können wir Ihnen ein Angebot machen. Was ich vorher sagen kann, so eine Lösung kostet keine 100.000 Euro, das definitiv nicht, sondern wir bieten diese Lösung
als As-a-Service an mit einer Einrichtungsgebühr, sag ich mal. Das heißt, wir gucken uns Ihre Daten an, wir bauen Ihr Kartenmaterial an, das ist so eine Art POC-Setup-Phase, wo wir ungefähr 20, 25, 30 Manntage, wenn ich mal vom Standardfall ausgehe, benötigen. Und dann gibt es dann die laufenden Kosten, also As-a-Service. Das heißt, Sie nutzen das Tool, Sie kümmern sich nicht um Wartung, um nichts, sondern wir kümmern uns im Hintergrund um alles, auch das Active Directory, also das Mandantenprinzip, darum kümmern wir uns auch. Und Sie nutzen es einfach. Wenn Sie es nicht mehr benötigen, könnten wir es einfach abschalten. Das ist so unser Ansatz hier. Wie gesagt, aber sehr, sehr stark abhängig davon, wie welcher Use Case ausgewählt wird und wie der Kunde die Daten wirklich benötigt und wo die Daten gegebenenfalls auch noch weiter operationalisiert werden müssen. Vielleicht kann ich da noch was zu ergänzen, Christian. Letztendlich, glaube ich, haben wir drei Phasen. Die erste Phase ist, wir brauchen irgendwo Konnektivität. Das heißt, irgendwo muss ja LoRaWAN zur Verfügung stehen als Kommunikationsmittel. Wenn das gegeben ist, würde man, ich sag mal, mit einem Field-Tester schauen, ob an der Lokation entsprechend schon Empfang vorhanden ist. Wenn ja, dann würde man quasi jetzt mit unserem Laborrohr einmal vor Ort bestimmte Sensoriken testen. Und wenn das erfolgreich war, können wir, sag mal, die zweite Phase abschließen und wir sammeln erstmal Daten, die, ich sag mal, auf irgendeiner Plattform persistiert werden. So. Wenn das alles zufriedenstellend läuft, kommt Christian mit seinem Echtzeitmonitoring bzw. mit dem Grid Insight Water und würde jetzt, ich sag mal, diese Daten bewerten und verarbeiten. Also wäre aus meiner Sicht jetzt mehrere Schritte. Ich glaube jetzt, wenn, ich sag mal, die Voraussetzungen bezüglich Funk da sind, dann würden wir im zweiten Schritt mal einen Aufwand haben von 2, 3, 4 Tagen. Also da sollte man durchaus in der Woche durch sein. Kommt natürlich ein bisschen auf die Anzahl der Messstellen an. Wenn ich jetzt, ob ich eine habe oder 100, die ich bewerten muss, das treibt natürlich den Aufwand. Ja. Vielleicht noch mal was zur Hardware. Wir haben recht guten Durchgriff auf die Hersteller. Ich habe sie lange genug benötigt und angequatscht. Gut, das befruchtet natürlich auch so ein bisschen. Wir merken halt in der Praxis, dadurch, dass wir jetzt relativ viele Kunden und Kundenanfragen haben, es gibt noch ein paar Baustellen an bestimmten Dingen. Ich bin da, sag mal, sehr eng in der Kommunikation und wir haben recht guten Zugriff auf, ich sag mal, auch entsprechende Leihgeräte. Also wenn wirkliches und ernsthaftes Interesse da ist, dann kommen wir auch an Teststellungen ran, sodass wir nicht direkt in den Invest gehen müssen und dann, ich sag mal, haufenweise Hardware im Schrank liegen haben, die sie dann später nicht benötigen. Also das Angebot ist da, das nutzen wir jetzt auch sehr intensiv und bauen das immer weiter aus. Das ist vielleicht noch dazu. Genau. Und dann, ich sehe gerade, gucke auf die Zeit, also wir sind jetzt sofort durch. Einen Ausblick möchten wir halt nochmal geben. Die Karten müsste man sehen, genau. Was kann Adaptor, Christian, wenn du selber auf die Zeit schaust? Sehr gut. Ja, das ist bei mir drin. Genau, das ist eigentlich alles das, was ich gerade schon erzählt habe für die Netzanalyse und den Bodenpegelstandsprognose. Ich habe es nochmal der Vollständigkeit halber auf der Karte mit aufgenommen. Auch die Features und Nutzen, was wir hier in dem Dashboard mal dargestellt haben. Aber das ist auch die Live-Teilung. Hier möchte ich mal kurz drauf eingehen. Das ist vielleicht ein Bild, was Sie vielleicht von uns schon mal gesehen haben. Das ist unser Environment von unseren IoT- bzw. LoRaWAN-Umfeld. Das heißt, Sie sehen hier auf der linken Seite die Sensoren, die wir jetzt im Feld verbauen würden. Das ist, kann jetzt zum Beispiel mal ein SEBA-Bundpegel-Messgerät sein. Wir kommen über den LoRaWAN-Netzwerkserver auf unsere IoT-Plattform. Und dann steht hier im Hintergrund dann die Applikation, die Business-Applikation, die Sie dann benötigen. Das wäre in diesem Fall nämlich Grid Insight Water. So kann man sich das vorstellen. Das heißt, der Datenfluss geht wirklich von links einmal über die Sensorik, über den Netzwerkserver in unsere IoT-Plattform, wo sie dann halt weiterverarbeitet wird halt in
in unsere Applikation, wo wir dann wirkliche Prognosen, Outlier Detection, Echtzeitmonitoring nochmal visuell anders darstellen können, weil wir es einfach komplett, den kompletten Code bei uns liegt und wir das einfach darstellen können. Das ist der Datenfluss, den Sie sehen. Das heißt, von Daten zu Wissen. Und genau das ist, was wir auch in Zukunft machen möchten, ist noch ein bisschen intelligenter werden. Das heißt, wir möchten ein intelligentes LoRaWAN-Datenmanagement. Das heißt, der Steuerungsfluss, der heißt, die Applikation gibt vor, wie die Daten vielleicht auch erheben werden müssen. Das heißt, wir haben hier in der Applikation, wir haben jetzt die Echtzeitdaten, die wir stündlich kriegen aus den Brunnenpegelständen. Und jetzt kriegen wir über einen Webcrawler mit, es wird gleich ein Starkregen ereignis geben, was vom DWD gemeldet wurde. Das heißt, unser Tool geht hin und sagt, aha, ich muss jetzt Starkregenereignis, ein anderes Monitoring anlegen. Ich möchte jetzt Echtzeitmonitoring, wirklich im Minutenwert. Das heißt, diese Applikation sendet über die IoT-Plattform zum Netzwerkserver hin einen Befehl. Lieber Sensor, schickt mir jetzt nicht stündliche Daten, sondern minütliche Daten, weil wir einfach bei so einem Event, also einem Starkregenereignis, sowas benötigen. Und das ist dann halt der Steuerungsschluss. Und das ist halt das Charmante hierbei, weil wir über diese Events viel sorgsamer mit der Batterie umgehen des der Devices, weil wenn ich den permanent auf Minutenwerte senden lassen würde, hätte ich das Problem, dass irgendwann die Batterie beziehungsweise die Batterie einfach leer wird und wir müssten sie statt in 5 Jahren in 2 Jahren auswechseln. Das heißt, hier ist auch wieder abhängig von Ihrem Use Case. Wenn Sie sagen, ich möchte Starkregenereignisse dann besonders beobachten, kann man sowas hier nicht einbauen. Und das bekommen Sie, würden Sie bei uns hier komplett über eine Hand, das heißt, die komplette Items hat hier die Hoheit drüber. Und wenn es Probleme im Netzwerkserver, kriegen wir das mit und können das direkt intern klären. Und das ist unseres Erachtens ein guter Fortschritt und auch weit nach vorne gedacht, um einfach so ein intelligentes Wasser- oder intelligentes und transparentes Wassermanagementsystem zu installieren. Genau, die Grafik zeigt auch sehr schön die Folie, diese 3 Schritte. Im Prinzip, erster Schritt wäre halt Sensoren, Gateways, Konnektivität. Zweiter Schritt wäre halt die erste Datenverarbeitung. Das wird sich dann im Netzwerkserver und in der Aggregation dann bewegen. Und der dritte Schritt wäre halt Business-Logik. Das, was du sagtest, vielleicht nochmal in Starkregen nochmal eine Info. Es gibt auch für Starkregen-Detektion entsprechende Sensorik. Da kommt ein Radarsensor irgendwo aufs Dach. Und der schaut im Prinzip oben in die Wolke hinein und er kann ihm schon sagen, okay, könnte eine Menge Regen geben. Interessant für, ich sag mal, örtlichen Starkregen. Der DWD gibt nur Starkregenwarnung im 30 Quadratkilometer Umfeld. teilweise ist der Regen halt doch sehr, sehr lokal. Und auch das könnten wir sensortechnisch unterstützen. Da gibt es schon die ersten Kontakte. Gut. Das ist doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Wir haben tatsächlich noch 2 Fragen vom gleichen Teilnehmer. Ich würde aber vorschlagen, ab Betracht der Zeit, dass wir den Teilnehmer nochmal kontaktieren und im Nachgang die beiden Fragen beantworten. Weil die eine Frage hattest du schon mal gesagt, Christian, da waren akustische Probleme beim Teilnehmer. Und dann würden wir die beiden Fragen im Nachgang nochmal klären. Euch beiden würde ich sagen, soweit sind auch keine Fragen mehr da dann. Herzlichen Dank dafür, für den Vortrag. Es war spannend, euch zuzuhören. Auch allen Teilnehmern, die trotz 10 Minuten Verzögerung zusätzlich on top noch im Webinar geblieben sind. Ein letzter Hinweis noch organisatorisch von unserer Seite. Wer den Vortrag gefallen hat und gerne an der nächsten LoRaWeek Session dabei sein will, nächsten Dienstag findet wie gewohnt die nächste Session statt. Diesmal zum Thema, es war auch auf einer Folie von euch zu sehen, der Digital Twin, vorgestellt von unserem Partner Digimondo. Durchaus ein Thema, auf was die IoT-Welt gewartet hat, gerade was das Thema Datenmodell angeht, um in Zukunft solche Modelle wie beispielsweise die Pegelsonde noch effizienter und besser umzusetzen, als ich das heute mit unserem IoT-Data Hub tun kann. Da dürfen wir uns drauf freuen. Und ansonsten, wie gesagt, gerne nochmal einen Blick auf unsere Homepage, was sonst noch für neue Webinare kommen. Wir haben noch eine neue mit ins Programm aufgenommen seit dieser Woche. Im September wird es noch eine letzte Session geben zum Thema Energiemanagement und LoRaWAN. Mehrwerte mit ISO 50001 heben. Und ansonsten bleiben Sie gesund und vielen Dank für euren Vortrag, Michael und Christian. Gerne. Wiedersehen. Tschüss.